Medic. Sie hält das Team am Leben. Nutze die Medipistole, um aus der Distanz zu heilen oder wiederzubeleben. Das Betäubungsgewehr verlangsamt das Monster und verrät für kurze Zeit seine Position. Mit dem Scharfschützengewehr lassen sich Schwachstellen in der Panzerung des Monsters schaffen, die andere Jäger anvisieren können. Nutze den Heilungsstoß, um dich und andere Jäger in deiner Nähe am Leben zu halten. Fällt der Medic, fällt das gesamte Team. Bleib am Leben, Medic. Hank, der Blechmann sagt, dass du heute Abend für uns kochst. Oh ja, Bucket sorgt zwar ganz gut für uns, aber es geht doch nichts über frisch gegrilltes. Wir grillen heute Abend, ja? Und trinken, was auch immer Eban Fusel auftreiben kann. Das ist ein guter Plan. Das ist der beste Plan. So, wir spielen wieder eine Runde Evakuierung. Wir sind direkt wo reingejoint bei Tag 2. Diesmal sind noch ein bisschen mehr dabei, aber komischerweise ist das Monster Computer gesteuert. Also wir sind nur zu viert. Und ja, mal gucken, wie sich das Monster so spielen lässt gegen vier Menschen, sag ich mal. So, der ist schon mal tot. Na toll, voll ins Wasser rein. Oh mein Boss. Ist das eigentlich das richtige Monster oder nicht? Nee, ich hatte einfach so ein Vieh. So, hier drüben sind ein paar. Also hier voll durch den Baum durch. Also hier voll durch den Fluss. Die Chatpacks müssen sich aufladen. Oh, hallo. Einmal nach oben. Aufgewacht. So. Na, super. Einfach so. So, was ist denn das Monster? Nur so ein paar kleine. So, mal ein bisschen hier heilen. Ach, sogar auch ein computergesteuerter. Wir haben Passagiere für euch. Ihr habt es fast geschafft. Bleibt einfach bei uns. So, die anderen. Seht nur die Vögel. So, was heißt denn hier? Evakuierung in 30 Sekunden, 25 Sekunden. Okay. Also wie viele Kolonisten hier auch rumrennen. Auch richtig geil. Wir haben die erste Runde gewonnen. Was heißt wir? Oh. Warum stand jetzt Wolf blablabla Phase 2? Dann steht das Monster doch kein computergesteuerter mehr. Kann es ja doch interessant werden. So, alle ziemlich am Leben. Außer vielleicht hier Kolonisten ein bisschen. Können wir mal ein bisschen heilen. Oder was heißt denn hier das Weiße? Da ist euer Taxi. Rüber da! So. Okay, und wo ist das Monster? Ich glaube, das wird sich noch auf Phase 3 hoch tun und dann erst angreifen. So, wo sollen wir hin? Ich finde Überlebende. Da drüben. Die anderen. Alter, was schießen die? Auf die Kleinen hier. Okay. Ich würde mal sagen, wir gehen hier. Von Geist. Oh, wir haben wohl eine andere Art von Monster. Einen Moment. Arena errichtet! Seht ihr die Vögel? So, Alter, komme ich da überhaupt noch rein? So, Monster hat Vogel aufgescheucht. Schild fast weg! So, na toll, ich komme gerade rein ins Schild. Nur noch Haut als Schild. Oh, wo sind sie denn? Ich würde mal sagen, wir müssen ein bisschen schauen. Nicht mit der Taschenbelegung alles. Alter! Okay, der Geist ist schon ein bisschen übel. Alter, wo bin ich? Ich check grad gar nichts. Ja, toll. Schön auf mich. So, na super. Was geht mit dem Viech ab? Also ist ja richtig übel, das Viech. So, Wiederbelebt von Daisy. Daisy kann mich wiederbeleben. Ja, toll.
Kann auch erstmal hier rauskommen. So, kann ich den nicht so hoch nehmen? Auch nicht. Autsch. So, Moment, wir können mal wieder nehmen. Ach, den ist da drin. Ich treffe halt auch gar nicht. Also, das Vieh ist schon richtig übel. Hat immer noch Panzerung. Was uns niedermacht. Alle von hier hinten. So, keiner hat mich wiederbelebt. Na, super. Und wann spawn ich wieder? Landungsschiff in knapp 2 Minuten. Ich hätte einen Überlebenden, um zu gewinnen. Ist immer gut, aber das Speed geht halt ab wie nochmal was. Die 10 nahe kaum Schaden ab. Und jetzt ohne Medic. Schon ein bisschen übel. Ich sehe auch gerade kaum, es ist zu dunkel. So, Moment mal, hier ein bisschen tauschen. Aber der ist auch gleich down. Ist schon down. Ja, das sieht schlecht aus. So, und das ist wohl doch der einzigste Überlebende, oder? Aber noch einen? Nö, wir haben keinen mehr. Oh, der ist auch gleich tot. Wie das Viech abgeht. Richtig übel.